Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Try Jump. Heute mit einer kleinen Challenge. Und zwar werde ich versuchen, das Deathmatch nur mit Lederrüstung und einem Holzschwert zu gewinnen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wie soll das funktionieren? Antwort ist einfach, ich darf mir extra Herzen, Heal-Pots, Damage-Pots, darf ich mir alles kaufen. Und ich werde wahrscheinlich auch mein Holzschwert ein- oder zweimal enchanten. Ich habe gerade eben schon eine Testrunde gespielt, es ist trotzdem super, super schwierig. Wurde ordentlich zerstört sogar. Weil einfach das Equip, es ist lange nicht so gut wie, wenn die Gegner nur Full Ketten haben, haben sie deutlich einen Vorteil. Und es ist einfach, das Schwert teilt einfach kaum Schaden aus, das ist echt ein großes Problem. Aber ich werde auf jeden Fall die Challenge versuchen. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, im Jump'n'Run einen möglichst großen Vorsprung rauszuholen und viele Tokens, damit die anderen Leute nicht so gutes Equip haben, gegen die ich am Ende kämpfen muss mit meinem Leder-Equipment. So. Insofern beeile ich mich jetzt gerade ein bisschen. Zack. Village. Ups, Alter, da wäre ich zu weit gesprungen. Muss ich im Sprung nochmal zurückdrücken. So. Bisher auch noch kein Fail. Ja, ich hätte es nicht sagen sollen. Ne? Das ist echt irgendwie häufig so. Wenn man es sagt, dann passiert's. Keine gute Idee. Hä, was mache ich denn? Das ist Fast Food. Das ist... Also, ich hatte es seit Jahren nicht mehr leid. Weiß nicht, ob ich das überhaupt... Also, auf jeden Fall Ewigkeiten her, seit ich das letzte Mal leid hatte. Gut, The Fox ist auf jeden Fall machbar. Ich habe trotzdem einen recht guten Vorsprung. Ich brauche aber eigentlich brauche ich mehr Vorsprung. Okay, scheiße, Bikini Bottom. Werde ich wahrscheinlich ein bisschen... Das muss ich jetzt schnell schaffen. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit einbüßen. Weil das mag ich überhaupt nicht. Ich kann das auch nicht. Ey, immer das Gleiche. Ich hasse diesen kleinen Sprung. Ich weiß genau, dass ich... Okay, schon zwei Module light. Das wird wahrscheinlich... nichts mit der Runde. Trotzdem, ich probiere es einfach. Vielleicht habe ich ja Luck und es wird trotzdem was. Ich jump echt nicht so gut gerade. Monument ist natürlich eher einfaches Hard-Modul. Mann! Was ist denn mit der Runde los? Ist auch schon Modul 9. So. Wenigstens noch in Hard geschafft. Okay, Maudato Games sollte man auch hinkriegen. Zack, gut. So, den letzten Vierer. Wunderbar, 2950 ist nicht so viel. Und der zweite hat... Okay, es hat einer 2000 Punkte, das ist... ungünstig. 2000 ist ziemlich viel, ehrlich gesagt. Für so eine Challenge. Uiuiui. Das wird echt schwierig. Holzschwert. Ich enchante es. Nur einmal. Glaube ich. Volle Lederrüstung. Ich brauche auf jeden Fall extra Herzen. Ah, das kostet halt schon so viel. Ich brauche eine Rot. Auch wenn ich nicht gut mit der Rot spiele. Und ich brauche einige Tränke. Heal-Pots und Damage-Pots. Mann, ich brauch's halt alles. Es ist aber auch echt teuer. Komm, ich kauf's mir noch eine zweite Damage-Pot. Dann noch Essen. Es ist auf jeden Fall nicht ideal. Sieht nicht so gut aus. In der letzten Runde, in der ich's getestet habe, hatte ich ein paar mehr Tokens. Ich sortiere mir das am besten so irgendwie. Ich mach die Rot da. Nee, Rot. So. Oh, ich habe dreimal Heal-Pots gekauft. Gut. Ja, genau, beim letzten Mal hatte ich mehr extra Herzen. Ich erinnere mich. So war das. Okay. Ich kann es auf jeden Fall schaffen. Es wird aber trotzdem sehr, sehr schwierig. Weil mit der Lederrüstung, und ich habe auch nur 15, 16 Herzen. 16.
In der letzten Runde hatte ich fast 20 und habe trotzdem ordentlich auf die Fresse bekommen. Eine wichtige Sache ist auf jeden Fall, möglichst lange. Oh, die haben alle gutes Equip hier. Und ich bin halt so schnell down. Es ist unglaublich. Ich will einfach nur kurz chillen. Na, lass mich mal kurz hier hoch und ein bisschen die Lage betrachten. Hier ist der, der die zweitmeisten Tokens hatte. Am besten versuche ich, dem jetzt möglichst noch ein Leben abzuziehen. Ich habe ich geschafft. Du gehst weg. So. Okay, ich habe ihn. Ich habe sein Schwert aufgesammelt. So, jetzt muss ich mir überlegen, darf ich das benutzen oder eher nicht so? Kommen die hier hoch? Nee, 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 die kommen nicht. Okay. Darf ich seinen Stuff benutzen? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Change his bit und Sch oh, Schaden, das 3-Steinschwert, das wäre halt schon lecker, ne? Aber. Ah! Lol. Hat jemand einen Bogen? Ah, das wird nichts. Das wird echt nichts. Ich habe nur noch ein Leben. Jeder hat halt besseres Equip als ich, jeder. Gegen den Danalu, den. Das probiere ich gar nicht erst. Das probiere ich gar nicht erst. Er hat so gutes Stuff. Gegen den hier kann ich es probieren. Aber ich. Der Danalu kommt halt von hinten. Du bleibst weg. Jetzt hat er auch noch Regen. Wunderbar. Ah, aber er kämpft gegen jemand anderes. Scheiße, die haben halt beide so gutes Equip. Ich. Tut mir leid, wenn das für euch nicht mehr die Challenge ist. Für mich ist es Challenge genug. Ich benutze jetzt das Sharp 3 Steinschwert. Ich meine, ich bin ja auch nicht gut in PvP oder sowas. Im Grunde kann ich das sogar gar nicht. So, jetzt müssen wir den Death Gamer irgendwie klatschen. Aber der lebt auch noch. Oh, scheiße. Es ist problematisch. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr problematisch. Ich will nicht in einem Doppelfight landen, wo beide auf mich einprügeln. Der hat einen Bogen. Bitte lass mich in Ruhe. Entweder Einzelfight oder gar nicht. Okay, ich habe ihn gut gehittet. Ich habe ihn eigentlich echt gut gehittet. Der könnte noch tun. Oh, der ist tot, der ist tot. Nice. Oh, der macht Schaden. Ja, sieht gut aus. Okay. Das Eisenequip benutze ich nicht. Das ist mir dann doch zu stark. Aber der hat einen OP-Bogen. Das ist nicht sein Ernst jetzt. Er hat auch noch ein Leben mehr als ich. Yes. Habe ihn gut getroffen. Bin gut ausgewichen. Was hatte der überhaupt für ein Schwert? Sharp 2 war das beste Schwert, was im Spiel jetzt so war. Okay. Geh weg. Nein. Oh, der campt da. Oh. Warte. Ich habe ja auch einen Bogen. Easy. GG. Haben wir die Runde geschafft? Musste zwar ein Sharp 3 Steinschwert benutzen letztendlich. Aber ich denke trotzdem, es war Challenge genug. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so übel, dass ich mein Sharp 3 Steinschwert benutzt, dass ich das Sharp 3 Steinschwert benutzt habe. Aber ich habe es mir auch ja ehrlich erspielt. Insofern, ich würde sagen, es ist okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.